Springen wir heute ins Jahr 1993. Wir schauen uns den Film Leprechaun an. Also ein Film über einen kleinen irischen Kobold, der alle möglichen Leute aufschlitzt auf der Suche nach seinem Gold. Hört sich natürlich optimal an. Zuerst gibt es einen Trailer und dann geht's weiter. The luck of the Irish is being packed and shipped to a little town in South Dakota whose luck may have just run out. Eigentlich wollte ich für das Video den Film Laid to Rest durchnehmen, einen ziemlich üblen Schlitzerfilm aus dem Jahr 2009. Habe ich leider nicht geduft, Urheberrechtsprobleme wegen die Ausschnitte und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir jetzt halt bei Leprechaun gelandet. Die Story ist eigentlich ziemlich simpel. Dan O'Grady kommt aus Irland zurück auf seine Farm, wo seine Frau war. Er ist ziemlich happy. Er hat einen Leprechaun gefangen und hat ihn dazu gezwungen, dass er ihm sagt, wo sein Gold umgeht. Das hat er sich natürlich gefladert und gemeint jetzt, er ist mehr oder weniger Fan raus. Ist natürlich nicht. Der Leprechaun nimmt Rache, verpasst ihm einen Schlaganfall und tötet die Farmers Frau. Kurz bevor Dan O'Grady zusammengebrochen ist, hat er einen Leprechaun in einer Kiste eingespart, der mit einem vierblättrigen Kleeblatt gesichert hat, und deswegen kommt der Leprechaun da die nächsten 10 Jahre nicht mehr außer. Wir machen nachher dann Sprung, 10 Jahre später. Die Farm ist verlassen gewesen, wie gesagt, die Frau ist gestorben und Dan O'Grady ist inzwischen im Altersheim, also ist kein Mensch mehr auf der Farm. Eine Familie hat die Farm gekauft, kommt da hin. Besser gesagt, es ist Vater und Tochter. Und beschließen, sie wollen die Farm mehr oder weniger renovieren lassen. Lassen Maler antanzen. Und natürlich, im Zuge deren Arbeiten, kommt der Leprechaun natürlich frei. Ist immer nur auf der Suche nach seinem Gold. Und schlitzt sie noch mehr oder weniger durch fast die gesamte Belegschaft. Bis er nachher letzten Endes aufgehalten wird, und so endet nachher mehr oder weniger der Film. Wie gesagt, die Story ist ziemlich simpel, das ist so ein Storygerüst, das ist schon zigfach kopiert worden. Gut oder schlecht, ist jetzt eben selber überlassen. Der Film hat ein paar Fortsetzungen nach sich gezogen. Ich selber habe gerade einen zweiten Teil noch gesehen. Danach ist man nachher doch ein bisschen zu albern geworden. Ich glaube, irgendwann haben wir nachher da so eine Art Leprechaun in Space Geschichte gehabt. Das ist nachher komplett aus der Reihe draußen. Schauen wir uns mal die Darsteller an. Natürlich haben wir da zwei sehr bekannte mit dabei. Einmal natürlich der Darsteller des Leprechaun selber. Wir haben Warwick Davis, der so ziemlich bekannteste kleinwüchsige Schauspieler,
denke ich einmal, und ich glaube eigentlich auch so ziemlich der Bestbeschäftigste. Macht natürlich seine Sache als Leprechaun ziemlich gut und ich muss sagen, ich mag sogar die Maske vom Leprechaun, also das Make-up. Und als weibliche Hauptrolle, die ganze Sache am Ende mehr oder weniger ja, rockt, sozusagen das Final Girl, wenn man so möchte, von Leprechaun, haben wir in einer ihrer ersten Rollen eine blutjunge Jennifer Aniston. Die ist nachher ein Jahr später, 1994, nachher mehr oder weniger mit Friends durchgestartet, hat aber natürlich auch den einen oder anderen Filmauftritt und ich muss sagen, die Rolle, die sie da spielt, ist doch ziemlich, ja, ich sage jetzt mal klischeebehaftet, klischeebeladen. Sie ist mehr oder weniger so ein ja, Luxusmädchen, das sich natürlich fortwährend beschwert, wenn sie mit ihrem Vater auf so eine alte, verfallene Farm mehr oder weniger ziehen muss, total abgefuckt und abgewackt. Ist das natürlich nicht gewohnt und möchte nicht und beschwert sie und möchte in irgend so ein Luxushotel stattdessen und so weiter und so fort. Und es ändert sich schlagartig. Wir nachher die Maler kommen und da ist einer dabei, so ein Typ, der kommt eigentlich aus irgendeinem so schwülstigen Landburschenkalender kommen. An den schmachtet sie sich nachher mehr oder weniger zurück und dann ist die Charakterwandlung mehr oder weniger vollends vollzogen und sie beschwert sich sozusagen nie wieder, weil jetzt hat sie einen Typen, den sie anhimmeln kann und dann passt es schon. Und natürlich so nebenbei. Er zieht halt ganz einfach auch noch gegen den Leprechaun in den Kampf und letzten Endes gewinnst du ihn natürlich auch, obwohl ein Haufen Typen draufgegangen sind dabei. Der Film Leprechaun nimmt sich eigentlich nicht sonderlich ernst, muss man sagen, und das kommt natürlich zu 100% durch den Charakter des Leprechaun auch mehr oder weniger außer, beziehungsweise immer, weil so wie er sich benimmt, benimmt sich eigentlich sozusagen ein Fünfjähriger. Ne? Also teilweise hat der Fortbewegungsmittel, also das fängt mit einem Dreiradl an, geht über ein selbst zusammengeschweißtes Kart, mit dem er mehr oder weniger über die Straße heizt und bis hin nachher letzten Endes zu einem Pogo-Stick und ein Rollstuhl ist nachher auch noch mit dabei. Also die ganze Sache ist ziemlich albern eigentlich, könnte man sagen. Also in dem Film ist sehr viel Humor, beziehungsweise eben schwarzer Humor mit dabei. Das Kuh haben jetzt gefallen, Kuh haben nicht gefallen. Mir persönlich macht es bis zu einem gewissen Grad nichts aus, aber bei dem Film nimmt es ein bisschen Überhand. Also es ist ganz einfach ein kleines bisschen zu viel. Ne? Das führt mehr oder weniger dazu, dass obwohl er Leute umbringt, dass ich die Figur Leprechaun eigentlich nie zu 100%ig ernst nehmen kann. Das wird natürlich dann auch noch dadurch gestärkt, dass man einen Leprechaun sehr leicht damit ablenken kann, dass man ihm Schuhe hinschmeißt, weil er jeden Schuh, den er sieht, muss er polieren. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, hat das irgendwie mit der Folklore, mit Legenden und Sagen und so weiter zu tun. Aber anscheinend ist ein Leprechaun ein Schuhputzer. Und sobald er irgendeinen Schuh sieht, nachher muss er den mit seinem tollen Putztuch mehr oder weniger putzen und polieren. Und währenddessen könnte man eigentlich, keine Ahnung, in irgendein anderes Land fliegen oder so. Und nachher hätte man das Problem auch gelöst. Die Effekte, beziehungsweise die Make-up-Effekte und so weiter, sind, ja, okay, passabel. Also wenn was zum Sehen ist. Also unglaublich große Leistungen sehen sie jetzt halt keine. Ich darf einmal sagen, es ist ein guter Durchschnitt. Aber da wir uns schon in den 90er Jahren befinden, muss man das eigentlich auch noch hoch anrechnen. Insgesamt ist es so, dass ich die grundlegende Figur des Leprechaun, also den sein Sinn und Zweck mehr oder weniger, sein Gold zusammenzuraffen und dafür mehr oder weniger über Leichen zu gehen, finde ich eigentlich ganz gut, eigentlich auch ganz interessant. Bei der Umsetzung hätte es ein bisschen weniger Humor, ein bisschen weniger Albernheit eigentlich auch du, nachher konnte ich die ganze Sache nur ernster nehmen. Der Film ist für mich insbesondere deswegen sehenswert und wichtig, mehr oder weniger, weil es wieder mal ein Beispiel dafür ist, wo Leute herkommen, die irgendwann einmal sehr berühmt werden mit ganz anderen Sachen. Eben da war es die Jennifer Aniston. Ich darf einmal sagen, wenn man heute hingeht zu der und sagen, wie schaut es aus, machst du einen derartigen Film, denke ich mal, dass ziemlich lachend ablehnen würde, aber am Anfang der Karriere macht man so einiges. Und das ist auch nicht das einzige Beispiel dafür.